So, ich bin direkt wieder im Anschluss da und ihr seht, ja, was heißt, ich bin da, nächstes Let's Play und ich habe hier direkt, ja, weitergemacht, weil hier hatten wir ja Gegnerkontakt und ich habe auch nicht großartig unterbrochen, sondern es geht hier jetzt hier sofort weiter. Ich denke mal, er wird nicht alleine sein. Ich Meine springe erstmal Rüstung! drauf, genau, und gucken mal, was sein Hintergrund ist. Ein Pferdenleser, den hüpfen wir natürlich auch an. Im Namen Merin! So. Und jetzt volles Programm wieder von hinten, wie wir es kennen, von Nekis und Lanvis, die richtig gut Schaden fahren können zusammen. Scharmützel und unseren Schuss. Und bam, jawohl. Und da, zack. Was ist los? Warum haut er ab? Warum hat er plötzlich Angst? Kann ich da hinterher? Mir die Provokation zurückholen. Der läuft weg. Warum läuft er weg? Was hat der vor? Ja, ein Tank muss ich zurückbehalten. Ah, ich hab's gewusst, ey. Kann ich die da rausholen? Die haben mir natürlich gerade derbst eingeschenkt. Aber geil gemacht von dem Spiel. Weil er mich da fast in eine Falle gelockt hat. So, ich weiß nicht, ob die jetzt nachziehen. Ich werde auf jeden Fall schnell hier einen Feuerball raushauen, dass der down geht. Mit Lanvis ziehe ich ein bisschen vor für eine Heilung. In der Cooldown-Zeit, dass wir da frische Lebenskraft dann haben, wenn die runterkommen sollten hier. Kurz warten. Ihr seht, die kommen wirklich. Ich muss hier weg. So. Können wir hüpfen? Ja, wir können hüpfen. Sprungangriff und gleich drauf auf den. Da kommt der nächste. Nächste Armbrustschütze. Ich muss mit Dalon vor. Ja, den müssen wir auch gleich hier vorne nehmen. Komm, 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 springen. Jawohl. So, das haben wir. Das haben wir. So, die muss ich vorziehen, für Schaden zu machen. Und Schuss auf den Armbrustschütze hier, dass der erstmal down geht. Den haben wir down. Hier erstmal die Selbstheilung. Dass Darius da etwas Unterstützung hat. So. Hoppla, was war das? Armbrustschütze. Dalon, mit Dalon brauchen wir eine Provokation von dem. Den hat man noch gar nicht. Darius kann noch nicht springen. Nikes. Ein Feuerball auf den Hinteren. Jawohl, liegt. Das läuft hier. Es läuft, Leute, es läuft. Es läuft. Ich habe mir es schwerer vorgestellt, aber das haben wir ja schon wieder richtig gut gelöst. Aber ihr seht, die machen schon derbst Schaden. So 2, 3 Bogenschützen oder Armbrustschützen. Wenn die ihre Salven hier abballern, dann geht richtig meine Gesundheit runter. Da muss man dann schon mal ein bisschen weglaufen. Ich gucke erstmal hier hinten, was wir hinten noch so haben. Ach du Scheiße, hier haben wir schon wieder einen Klüvenstein. Das heißt natürlich, hier wird auch wieder wahrscheinlich richtig heftig Gegner unterwegs sein. Wir werden mal schauen, da ihr seht's. Aber vielleicht können wir da von unten was machen. Und zwar. Nein, da sollst du nicht hinlaufen. Nein, das ist scheiße. Wir müssen zurück, weg hier. So, ich hab's mir gedacht. Die müssen wir jetzt bremsen irgendwie. Genau, da müssen wir hier hin. So, stopp. Das hat mal gelöscht. So, jetzt müssen wir hier drauf. Pferdenleser, fanatische Armbrustschütze. Wir müssen die erstmal hier blocken. Ich gehe erstmal hier drauf. Dann erstmal auf den Armbrustschützen. Boah, was die einschenken.
Fanatischer. Der Fanatischer kommt natürlich jetzt nach hinten. Das heißt, ich muss zurück mit Dalon. Okay. Das habe ich. Eine kurze Heilung rausgehauen. Damit ich das soweit habe. Ein Pferdenleser. Als Primärziel jetzt hier drin erstmal, dass wir den schnellstmöglich weg haben. Es kommt schon wieder eine Salve. Wieder von dem Armbrustschützen. Heilung. Die brauchen wir jetzt als erstes. Dann physische Rüstung. Direkt hinterher. Dalon, mache ich auch erstmal die Heilung rein. Durch den ganzen Schaden, der da im Moment auf uns reinprallt. Jetzt kommen von hinten auch noch Gegner. Es wird immer heftiger, Leute. Ich bin ziemlich verwirrt. Ich muss das Ganze jetzt hier mal... Armbrustschütze kommt jetzt auch von hier. So, den haben wir ja schon weg. Das ist ja schon ganz gut gelöst. Darius muss auf jeden Fall... auf den Fanatischen, wenn er denn da mal rumläuft, kann Ziel nicht erreichen. Was macht Darius da? So, der liegt auch. Dalon, Sprungangriff. Ich muss da hinten hin. Erstmal ein Sprungangriff. Ach, jetzt steht er hier auch fest. Warum die sich jetzt da so festhabeln, keine Ahnung. Dann springe ich hier jetzt drauf, ist jetzt egal. Verstummung auf Nekis. Die sind im Bereich. Dann mache ich erstmal eine Heilung. Also das hätte ich mit der anderen Gruppe nicht geschafft. Da steht auf jeden Fall fest. Ich bin froh, dass ich sie wieder getauscht habe. Das haben wir. So. Jetzt inwieweit haben wir jetzt vielleicht da oben auch schon den Glyphenstein freigekämpft, das weiß ich nicht, weil da waren ja auch ein Haufen Gegner, das hattet ihr am Anfang mitbekommen. Es geht jetzt hier ziemlich drunter und drüber. Eine Gegnerhorde nach der nächsten. Also wir scheinen hier auch schon einiges freigekämpft zu haben. Ich muss auf jeden Fall mal abspeichern. Das habe ich ganz vergessen. Das wäre fast in die Hose gegangen, weil ich hatte eben auch nicht gespeichert. Wenn wir jetzt hier draufgegangen wären. Also das geht hier ewig weiter rum. Ich muss ja gerade mal gucken, komme ich da noch mit irgendwie an den Glyphenstein dran? Nein. Also, wir müssen denselben Weg zurück. Der Glyphenstein, den brauchen wir definitiv. Ich bin bereit. Und da laufen wir jetzt auf jeden Fall mal schnell hin. Wir haben jetzt ja einiges an Gegner weggekloppt. Ja. Und ich hoffe ja, dass jetzt im Moment mal ein bisschen mehr Ruhe ist. Aber wie gesagt, die Gruppe ist schon, denke ich so, als sehr gute Kombi spielbar. Oh, hier oben haben wir nochmal eine Brücke. Da hängt doch schon wieder einer. Ja, Nikis. Ja. Da müssen wir auch nochmal schauen hier ich oben. Bin bereit. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier rum. Ich denke, wir haben die Gegner hier alle weg. Die nehmen wir uns jetzt erstmal. So. Zwei Defensiv, eine Unterstützung, eine Offensivklüve. Die haben wir. Die haben wir wieder eingesäckelt. Jetzt drehen wir hier mal. Gucken. Hier oben. Ja, es geht hoch und runter. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts großartig. Irgendwie was in der Ecke. Eigentlich nicht, aber ich gucke mir es noch mal ein bisschen näher an, dass da noch irgendwie ein Waffenständer oder irgendwas steht. Nee. Haben wir alles. Also. Das haben wir abgelaufen. Und hier haben wir sogar einen Autosave-Punkt. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt. Nochmal für uns. Ich bin bereit. Für eine Speicherung dann.
Und da haben wir auch unseren Wegpunkt. Wir haben Stufenanstieg. So. Das hätten wir. Aber hier den Weg haben wir noch nicht. Sehe ich gerade. Aber da können wir den Anschluss nochmal herstellen. Ich renne einfach mal mit... Hä? Wo rennt er hin? Warum rennt Dalon weg? Ja, jetzt kommt er zurück. Das ist das, was ich immer sage. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber das kennen wir ja mittlerweile alle. So, jetzt läuft er hier erstmal auf der Stelle, weil ich da zigmal geklickt habe. So. Jetzt gucken wir hier, behalten die Karte im Auge, dass dann irgendwelche Gegner auftauchen. Und dann haben wir hier auch einen Anschluss geschaffen. Ihr seht es hier. Okay, das haben wir. Dann einmal zurück. Ich bin bereit. Warum jetzt hier stehen geblieben ist, weiß ich auch nicht. Oh, da kommt sogar eine Zwischensequenz. Schauen wir uns nur an. Jetzt bin ich ganz woanders da. Und hier kommt auch schon der nächste Gegner. Ich renne mal ein Stück hier zurück. Ich hoffe, er hat mich noch nicht gesehen. Jetzt kommen von hinten auch noch Gegner. Da müssen wir die ja natürlich noch platt machen. Also da geht kein Weg dran vorbei. So, was haben wir denn hier? Ein Töter und ein Pferdenleser. Das ist, denke ich, auf jeden Fall machbar. Es sei denn, es kommen jetzt noch zig Gegner. Ich lasse den noch ein bisschen näher rankommen. So soll es ruhig sein. So. Da hüpfen wir nochmal gleich drauf auf den Töter. Ah ja, gut, das läuft so. Was haben wir hier? Kann Verbündeten nicht anvisieren. Ist ja logisch. So, hier die Rüstung runterhauen und eine Verbrennung auf den Töter. Jawohl, das hat wieder gut Schaden gegeben. Wie sieht das aus mit Landwirs? Der Feldenleser ist fast down. So, das gab schon mal fett XPs wieder. Den hauen wir jetzt noch runter. Jawohl, und Stufenanstieg wieder. So. Was hätten wir gelöst? Alter, jetzt geht's hier schon wieder weiter. Was kommt da denn? Ein Totemträger. Das ist ganz was Neues. Den hatten wir noch gar nicht. Ich lasse den noch ein Stück näher rankommen, in der Hoffnung, dass er allein ist. Hat er uns bemerkt? Nein, der läuft weiter. Okay, er ist weitergelaufen. Ich lasse mich noch schnell ein bisschen hochheilen. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier einen Cut. Und schauen dann im nächsten Let's Play. Da rennt er schon wieder. Ihr seht's. Der will auf jeden Fall unsere Klinge spüren. Und schaut rein. Im nächsten Let's Play, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat wieder gefallen und ich sage natürlich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.